Hallöchen und willkommen zum zweiten Teil von meinem Sub. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr auch kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute noch alle meine restlichen ungelesenen Bücher zeigen, die bei mir noch so im Regal stehen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Im ersten Teil von meinem Subvideo, also Stapel ungelesener Bücher, habe ich ja euch schon mal die ersten 10 vorgestellt, gezeigt. Und eins davon habe ich jetzt auch mittlerweile schon gelesen, und zwar ist das Rain, die Macht der Schatten. Die restlichen sind leider immer noch ungelesen. Ja, und jetzt komme ich halt zum Rest der Bücher, die ich hier noch habe, und fange einmal an mit Niura, das Erbe der Elfenkrone von Jenny Mai Nguyen. Die Geschichte hat mich sehr interessiert. Es müsste ein Einzelband sein, und ich habe ja mittlerweile auch schon mal eine andere Story von ihr gelesen. Also kenne ich jetzt die Autorin bereits, und hat mir ganz gut gefallen, aber jetzt nicht übermäßig. Also es war so eher so mittelmäßig. Deswegen bin ich dann gespannt, ob mich das hier mehr überzeugen wird oder ob das für mich auch wieder nur so im Mittelbereich sein wird. Mal schauen. Also auf jeden Fall das erste, Niura, das Erbe der Elfenkrone. Als nächstes dann auch wieder ein Spontankauf, wo ich mich ja von meinem Freund habe überzeugen lassen, das zu kaufen. Und zwar Young Sherlock Holmes, der erste Teil, Der Tod liegt in der Luft, von Andrew Lane. Genau, das ist der erste Teil dieser Reihe. Geht halt um Sherlock Holmes, als er noch jung ist. Hier studiert er, glaube ich, gerade an der Universität. Auf jeden Fall gibt es aber davon mittlerweile, ich glaube, tatsächlich 8 Bände. Und ich habe auch zu ihm gesagt, dass wenn mich das überzeugt hat und mir das sehr gefällt, dann muss er mir halt die anderen 7 auch noch kaufen. Ich bin jetzt aber bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst irgendwann mal dazu kommen werde, das zu lesen. Und ja, bin schon gespannt, ob es mich überzeugt oder nicht. Als nächstes habe ich hier Der Ruf der Rache von Mary E. Pearson. Das ist der zweite Teil der Reihe Die Chroniken der Hoffnung, und ich glaube, das ist auch nur ein Zweiteiler. Es ist eine Spin-off-Reihe von Die Chroniken der Verbliebenen, und ich habe die Reihe total geliebt. Sie hat mich in ihren Bann gezogen. Ich habe auch bereits eine Reihenvorstellung davon gemacht, die ich euch auch nochmal in der Info verlinken werde. Hier, wie gesagt, ist das ja der zweite Teil dieser Spin-off-Reihe, und ich werde es jetzt auch definitiv noch nicht anfangen können, weil mir eben der erste Teil noch fehlt. Ich hatte halt, als der neu rausgekommen ist, den schon mal spontan gekauft, weil ich unbedingt auch die Spin-off-Reihe lesen wollte. Jetzt fehlt mir aber immer noch der erste Teil, den muss ich mir noch kaufen, und erst dann kann ich natürlich dann auch mit der Reihe anfangen. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich weiß ja, dass es hier in der Spin-off-Reihe neue Hauptfiguren gehen wird, und dass die ganzen Hauptfiguren aus der Reihe Die Chroniken der Verbliebenen ja, wenn dann nur noch eben Nebencharaktere oder Nebenrollen spielen. Trotzdem bin ich halt sehr, sehr gespannt auf die Reihe. Lia wird auf jeden Fall ja auch wieder vorkommen. Und ja, ich liebe auf jeden Fall den Schreibstil von Mary E. Pearson und wie sie das eben, ja, wie sie ihre Charaktere zum Leben erweckt und auch die Orte beschreibt. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr darauf und muss mir unbedingt eben den ersten Teil davon noch holen. Auch ein Buch, was ich mir beim Erscheinen gleich geholt habe, war Game of Gold von Shelby Marjorie. Hier geht es auch mal wieder um Hexen, ein Inhalt, der mich auch sehr interessiert hat. Es geht um die Hexe Loop, die aber verheimlichen und verstecken muss, dass sie eine Hexe ist, weil sie das in Gefahr bringen würde. Es gibt nämlich auch Hexenjäger. Ja, und durch bestimmte Situationen ist sie jetzt gezwungen, einen Hexenjäger zu heiraten.
um ihre, ja, um eben nicht entdeckt zu werden, nicht als Hexe entlarvt zu werden. Und dann entwickelt sie Gefühle für den Hexenjäger. Ja, was natürlich ein bisschen problematisch ist, Hexe und Hexenjäger. Ich finde das halt wieder ganz cool. Ich mag solche Konstellationen, wenn so ja, zwei, die sich eigentlich ja hassen müssen und verfeindet sind, denn ineinander verlieben. Das habe ich auch bei der Krähenreihe total geliebt. Also Nina und Matthias, das war für mich wirklich so ein tolles Paar, weil sie sich ja eigentlich von klein auf ihnen immer gesagt wurde, ja, dass sie sich hassen müssen und dass sie Monster sind, und haben sich dann trotzdem ineinander verliebt. Und sowas mag ich immer total gerne. Deswegen bin ich schon sehr gespannt auf diese Erzählung hier. Als nächstes ein Buch, was bei mir jetzt kürzlich eingezogen ist, und zwar der erste Teil von Die Chroniken von Alice, Finsternis im Wunderland von Christina Henry. Und das ist eine Reihe, die mich sehr interessiert hat, deswegen finde ich es total schön, dass die jetzt auch auf Deutsch übersetzt wird, und ist eben eine düstere Adaption von Alice im Wunderland. Und ich liebe ja sowieso Adaptionen von Alice im Wunderland, aber so die düsteren, gruseligeren finde ich halt immer noch am interessantesten. Und ich habe auch bis jetzt nur Positives davon gehört. Also die englische Version soll halt auch sehr, sehr gut sein. Deswegen bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass mir das sehr gefallen wird. So, und als letztes habe ich auch noch eins, was bei mir erst kürzlich eingezogen ist und was... ich hoffe und denke, dass es ein Einzelband ist, und zwar Rabenprinz von Margarete Rogerson. Ja, das steht eben jetzt auch noch auf meinem Zug, aber ich denke, dass das auch nicht lange da stehen wird, dass ich das relativ zeitnah auch anfangen werde, weil mich auch diese Geschichte sehr interessiert. Es geht hier um Elfen und ja, eine Menschenfrau mit Namen Isobel, die Porträtmalerin ist und ganz besondere Kunden eben hat, nämlich Elfen. Und dann bekommt sie Besuch von einem Elfenprinzen, und von ihm sollen sie halt auch ein Porträt malen, begeht dann aber einen Fehler, weswegen er jetzt in Gefahr ist, und sie möchte ihm helfen. Ja, und dann entsteht halt auch eine Liebesgeschichte. Mal schauen, wie mir das gefallen wird. Und ich kenne ja auch die Autorin noch nicht, also bin ich auch sehr gespannt auf den Schreibstil. Das waren dann jetzt komplett alle Bücher, die bei mir auf dem Sub stehen. Es gibt aber auch tatsächlich noch einige andere Bücher, die mich interessieren und die ich noch nicht habe. Und es kommen ja auch jetzt demnächst viele Neuerscheinungen raus, die ich auch gerne noch haben möchte. Aber zu dem jetzigen Stand habe ich eben die 6 Bücher und die 10 vom ersten Teil, wovon ich eben eins jetzt schon gelesen habe, also insgesamt 15 Bücher, die da bei mir jetzt auf dem Sub stehen. Und mich interessieren auch noch alle, und ich werde auch noch alle auf jeden Fall davon lesen. Ja, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr alles so auf dem Sub stehen? Schreibt es doch mir einfach in die Kommentare. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen, und bleibt schön gesund. Eure Rena. Tschüss.